Fünf Tage nach ihrem erschütternden Suizid ist die oberösterreichische Ärztin Lisa Maria Kellermeier heute doch noch obduziert worden auf Antrag ihrer Familie. Am Suizid ohne Fremdverschulden gibt es auch danach keinen Zweifel, aber seit vielen Monaten war die Corona-Spezialistin durch anonyme Hassbotschaften bedroht und eingeschüchtert worden. In Deutschland ermitteln die Behörden jetzt gegen zwei Verdächtige wegen gefährlicher Drohung. Dabei gibt es weiter Kritik an den Behörden in Oberösterreich und am generellen Vorgehen gegen Hassverbrechen im Internet. Polizei und Gerichte seien zu wenig engagiert, heißt es. Und sind die von der Koalition groß präsentierten Gesetze gegen Hass im Netz, die seit letztem Jahr gelten, in der Praxis zu zahnlos? Der Suizid der Ärztin Lisa Maria Kellermeier hat viele schockiert. Tausende haben dieser Woche der Ärztin gedacht. Neben der Trauer werden aber auch Rufe nach einer unabhängigen Untersuchung der Behördenarbeit immer lauter. Immer wieder hat sich Kellermeier gegen Hassnachrichten und Morddrohungen von radikalen Corona-Leugnern zur Wehr gesetzt und bei der Polizei und öffentlich um Hilfe gebeten. Von Ärztekammer und Polizei wurde ihr daraufhin vorgeworfen, sie würde sich exzessiv zu Wort melden. Natürlich soll sich ein Opfer auch medial darstellen dürfen, aber in diesem konkreten Fall scheint doch der Schluss naheliegend, dass hier permanent versucht wird, über Medien das eigene Fortkommen irgendwie zu fördern und den Fall sehr, sehr dramatisch darzustellen. Ein Polizeischutz für die bedrohte Ärztin, wie ihn auch PolitikerInnen bekommen, wurde abgelehnt. Ein Interview will heute weder die Polizei in Oberösterreich noch das Innenministerium oder die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst DSN geben. Schriftlich hält man gegenüber der ZIB 2 fest: Auch Frau Dr. Kellermeier wurde seit November 2021 polizeilich beraten. Im Zuge eines gemeinsamen Termins zwischen Dr. Kellermeier, DSN und LKA Oberösterreich wurde die Sicherheitslage besprochen. Es kam in den darauffolgenden Wochen zu zahlreichen weiteren Kontaktaufnahmen und Gesprächen. Die polizeilichen Schutzmaßnahmen rund um die Ordination wurden drastisch erhöht. Dabei wurden alle gesetzlich möglichen Maßnahmen ausgeschöpft. Bei den Ermittlungen wird auch die fehlende rechtliche Handhabe von Behörden ins Treffen geführt. Das kann man bei der Grund- und Freiheitsrechtsorganisation Epicenter Works nicht nachvollziehen. Also wir haben hier leider einen sehr traurigen Fall von Behördenversagen. Die Rechtsgrundlage wäre da gewesen, man hätte dieser Landärztin helfen können, aber es fehlte scheinbar wirklich der Wille oder die Sensibilität in Oberösterreich, den Fall ernst zu nehmen und dann sicherlich auch die digitale Kompetenz bei Hass im Netz Vergehen wirklich effektiv zu ermitteln. Im Sommer 2020 hat die türkis-grüne Bundesregierung ein Paket gegen Hass im Netz geschnürt, um Betroffenen und Behörden mehr Handhabe gegen Übergriffe im Internet zu geben. Seitdem müssen etwa Online-Plattformen wie Facebook, Twitter und Co. den österreichischen Behörden sogenannte Zustellungsbevollmächtigte nennen, also Kontaktpersonen für mögliche Klagen. Die Nachrichtendienste Twitter und Telegram ignorieren das aber. Während wir mit allen anderen Gespräche haben, konstruktive Gespräche haben, wenn auch unterschiedliche Meinungen zum Teil, ist Telegram für uns überhaupt nicht greifbar. Die haben keine Adresse oder nur eine offizielle, unter der man niemanden erreichen kann. Und das macht den Dialog dann ein bisschen schwierig. Braucht es also ein neues Hass im Netzpaket oder Verschärfungen? Nein, sagt die Verfassungsministerin. Aber ich glaube, gerade dieser Fall zeigt uns in dramatischer Art und Weise, dass wir noch sehr viel mehr tun müssen, was die Sensibilität betrifft, sowohl gegenüber der Gesellschaft insgesamt, als auch denjenigen, die tagtäglich mit diesem Phänomen zu tun haben bei Polizei und Justiz und anderen Einrichtungen. Die Staatsanwaltschaften sehen dagegen Änderungsbedarf. Neben verschärften Gesetzen und einer besseren und schnelleren internationalen Zusammenarbeit fordern die Staatsanwaltschaften, mehr Geld in die Bekämpfung von Hass im Netz zu investieren. Wir müssen definitiv mehr Ressourcen hier in die Verfolgung von Cybercrime investieren. Und das nicht nur in personeller Hinsicht bei der Polizei und bei der Justiz, sondern auch vor allem in technischer Hinsicht, damit wir hier gewappnet sind, damit wir gute Software haben, damit wir gute Programme haben und gut ausgebildete Ermittlerinnen und Ermittler haben, die hier schnell und effizient verfolgen können. Aus dem Justizministerium heißt es, es werde gerade an einer Verordnung gearbeitet, die es erleichtern soll, Tatverdächtige im Internet auszuforschen.
Reichen die gesetzlichen Möglichkeiten gegen Hass, Stalking und Drohungen im Internet? Dazu begrüße ich jetzt an Ihrem Urlaubsort eine Politikerin, die Hass im Netz als Betroffene kennt und die das Gesetzespaket gegen Hass im Netz ganz wesentlich mitverhandelt hat, nämlich die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer. Guten Abend. Guten Abend. Frau Klubobfrau, bei der Präsentation dieses Gesetzespakets gegen Hass im Netz hat die grüne Justizministerin Sadic den denkwürdigen Satz gesagt, ich zitiere, wir machen das Internet zu dem Ort, der es sein sollte. Wenn wir anderthalb Jahre später ins Internet schauen, müssen wir feststellen, es ist wohl selten ein politisches Vorhaben mehr gescheitert, oder? Herr Wolf, lassen Sie mich zu Beginn eines sagen. Der Tod von der Frau Kellermeier erschüttert und empört ganz, ganz viele Menschen in Österreich und er empört und erschüttert auch mich. Frau Kellermeier war hoch engagierte Ärztin. Sie hat sich sehr für ihre Patientinnen und Patienten eingesetzt. Sie hat für die Impfung geworben und sie ist von einem rechten Mob auf Telegram verfolgt worden. Und dass sie heute tot ist, ist unerträglich. Und ich möchte allen, die ihr nahe gestanden sind, mein tiefes Beileid ausdrücken. Was Ihre Frage betrifft, wir reden hier von einem Fall von massiver Verfolgung durch einen rechten Mob, der geradezu die Frau Kellermeier terrorisiert hat, ganz massiv bedroht hat. Der Tatbestand ist gefährliche Drohung, der findet sich seit vielen, vielen Jahrzehnten in unserem Strafgesetzbuch. Und es ist erschütternd für mich, dass die Frau Kellermeier den Eindruck gewinnen musste, dass sie von den zuständigen Behörden, von der Polizei in Oberösterreich, keine oder zu wenig Unterstützung erhalten hat, um mit diesen Bedrohungen umgehen zu können. Jetzt sind ja Sie als Klubobfrau nicht für die Behörden zuständig, sehr wohl, aber für die Gesetze. Und Sie haben da offenbar ein Gesetz gemacht, das nur funktioniert, wenn sich die Social-Media-Konzerne freiwillig daran halten. Weil Twitter und auch Telegram, das Sie gerade angesprochen haben, ignorieren dieses Gesetz einfach seit eineinhalb Jahren. Und es gibt dafür exakt null Sanktionen. Wie gut ist ein Gesetz, das man eineinhalb Jahre lang ohne jede Folge einfach ignorieren kann? Herr Wolf, ich muss leider sagen, Sie werfen da jetzt ein paar Dinge durcheinander. Wir reden hier von einem ganz tragischen Fall von der Frau Kellermeier. Es wurde im Beitrag vorher analysiert. Es geht dabei um gefährliche Drohung. Dieser Straftatbestand ist seit vielen Jahrzehnten im Gesetz und die Polizei muss in der Lage sein, das zu verfolgen. Wir haben aber den Eindruck gewinnen müssen, dass die Landespolizei in Oberösterreich weder die Kompetenz noch die Bereitschaft hatte, die Frau Kellermeier und diese Bedrohungen ernst zu nehmen und sie ernsthaft zu verfolgen. Das hat mit dem Gesetz gegen Hass im Netz erst einmal gar nichts zu tun und das ist aber der Ausgangspunkt für diese Diskussion. Wir wollen das aber natürlich trotzdem auch etwas weiterfassen über den Anlassfall hinaus und da geht es eben sehr wohl um das Gesetz, gerade weil das Ganze sich auf Telegram abgespielt hat und Telegram eben dieses Gesetz völlig ignoriert, ohne jede Folge. Das Hass im Netzgesetz ist ein Meilenstein, was die Plattformen betrifft. Wir sehen das auch an den Zahlen der Meldungen und selbstverständlich auch hier ist es so, das Gesetz muss durchgesetzt werden. Wir sind hier in einer Vorreiterrolle mit Deutschland und Österreich. Auf europäischer Ebene muss das folgen. Hier gibt es natürlich die entsprechenden Verhandlungen auf europäischer Ebene. Der Punkt ist, es ist bereits jetzt so, dass sich sehr vieles verbessert hat. Das sehen wir an den Zahlen. Aber, und Herr Wolf, das sage ich Ihnen als jemand, die seit sehr vielen Jahren mit diesem Thema beschäftigt ist und dafür kämpft, dass es effektive Möglichkeiten gibt für Betroffene, sich gegen den Hass im Netz zu wehren, dass wir selbstverständlich hier nicht weit locker lassen werden und die Konzerne weiter dazu bringen müssen, diese gesetzlichen Rahmenbedingungen zu befolgen. Es gibt ganz scharfe Strafen. Wir werden in der Zukunft die ersten Fälle dieser Klagen sehen. Aber selbst wenn es irgendwann mal Strafen gibt, bis jetzt gibt es ja keine gegen die Konzerne, haben Sie bei Telegram irgendwie da nicht viel ausgerichtet, weil Sie haben niemanden, dem Sie die Strafe zustellen können. Es gibt niemanden, den Sie pfänden können. Es gibt niemanden, den Sie einsperren können. Telegram kann das einfach weiterhin ignorieren. Herr Wolf, es geht bei dieser Frage zum einen um die Plattformen. Da gibt es, wie gesagt, die europäische Initiative, die folgen muss. Und auf der anderen Seite geht es aber sehr wohl um die Täter und Täterinnen. Es geht um die Personen, die hinter diesen Nachrichten stehen, die Hetze betreiben, die Bedrohungen aussprechen. Die müssen gut ausgeforscht werden und das ist die Aufgabe der Polizei. Und es kann nicht sein, wenn ein Redakteur vom Standard, wie jetzt im Fall von der Frau Kellermeier, in der Lage ist, durch einfache Recherchen sehr viel an Wissen zusammenzutragen, wer denn die Person möglicherweise ist oder in welchem Umfeld sie agiert, dann kann es nicht sein, dass das einem einfachen Redakteur vom Standard gelingt, der Polizei aber nicht.
Es braucht hier mehr Kompetenz auf der einen Seite und auch mehr Bereitschaft. Ich muss sicher gehen können, dass jede Person, jede betroffene Person, die in Österreich in einer Polizeiwachstube aufschlägt und sagt, bitte, ich werde bedroht, ich brauche bitte Unterstützung gegen Hass im Netz, dass die ernst genommen wird und dass ihr Anliegen ernst genommen wird und dass es verfolgt wird. Da sagt jetzt aber selbst die Sprecherin der Staatsanwälte, den Ermittlungsbehörden fehlen die Ressourcen und es fehlt ihnen das Know-how. Und damit es die gibt, dafür ist ja auch die Politik zuständig. Warum gibt es nicht eine Sonderstaatsanwaltschaft, die sich ausschließlich um Internetkriminalität kümmert? Warum gibt es keine Sonderermittlertruppe, die sich ausschließlich darum kümmert und die das auch kann? Es ist bereits bei der Staatsanwaltschaft Wien und bei der Staatsanwaltschaft Graz sind eigene Kompetenzstellen eingerichtet zu Cyberkriminalität. Das wird sicher weiter ausgebaut werden müssen. Ebenso gibt es Spezialschulungen, was Beweismittelsicherung betrifft, was Hate Crime betrifft, sowohl für die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte als auch für die Richterinnen und Richter. Die Justizministerin hat ihre Hausaufgaben gemacht. Das Grundproblem ist, wenn ich nicht ernst genommen werde von der Polizei, wenn ich ein solches Delikt melde, dann habe ich grundsätzlich das Problem natürlich, dass es nicht weiter verfolgt wird und dass sich Menschen denken, es hilft ja gar nichts, sich dagegen zu wehren. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Nein, es ist wichtig und richtig, dass man sich wehrt, dass man sich an die bestimmten Stellen wendet. Es gibt ZARA, die Beratungsstelle gegen Hass im Netz, viele andere Stellen ebenso. Und es ist wichtig, dass man sich das nicht gefallen lässt und dass man auch die Personen, die davon betroffen sind, ernst nimmt in ihrer Bedrohungslage. Ich kann politisch verstehen, dass Sie lieber das ÖVP-Innenministerium alleine verantwortlich machen möchten und die Justizministerin, hier loben, die von den Grünen ist. Aber trotzdem, die Justiz hat eingeführt ein sogenanntes Mandatsverfahren, mit dem man bei einem Bezirksgericht ganz unbürokratisch und ohne Anwalt durchsetzen können soll, dass Hasspostings gelöscht werden, theoretisch. In der Praxis macht das aber niemand, weil niemand weiß, dass es das gibt und es dann doch wieder so kompliziert ist, dass wenn es mal passiert, dass man es erst de facto nur mit Rechtsanwalt machen kann, was wieder Geld kostet, was ganz, ganz viele Menschen abschreckt. Da läuft doch was falsch. Herr Wolf, glauben Sie mir, ich bin diejenige, die seit ganz, ganz langer Zeit dafür gekämpft hat, dass es dieses Gesetz gibt. Es ist ein riesiger Schritt nach vorne. Niemand hat gesagt, dass es schon das Ende ist. Und selbstverständlich müssen neu eingeführte Verfahren eine Zeit, es braucht eine Zeit lang, bis die tatsächlich in der Breite ankommen und tatsächlich auch genutzt werden. Und alle Verbesserungsvorschläge, die es hier gibt, bin ich gerne bereit aufzunehmen und auch zu diskutieren. Wir bleiben da in jedem Fall dran, egal um welches Thema es geht. Aber das Gesetz gegen Hass im Netz ist ein riesiger Meilenstein, das ganz viele Erleichterungen gebracht hat, wenn auch noch nicht alle in der vollen Wirksamkeit sind. Jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, wirklich verantwortlich sind natürlich die Leute, die das getan haben. Also ein Mob, der Frau Dr. Kellermeier durchs Internet gejagt hat. Jetzt hat die türkis-blaue Koalition eine Art Ausweispflicht im Internet geplant, dass also die Social-Media-Plattformen ihre Nutzer tatsächlich kennen müssen. Die Grünen haben das damals abgelehnt. Das hilft nichts gegen Hasspostings, das sagen auch alle Studien. Aber würde es nicht die Strafverfolgung dieser Täter erleichtern, wenn man sie tatsächlich kennen würde, wenn die Plattformen sie kennen würden? Schauen Sie, Herr Wolf, in dem konkreten Fall bei der Frau Kellermeier sind die Drohungen über E-Mails gekommen, über mehrfache Anonymisierungsdienste. Eine solche Klarnamenpflicht hätte genau überhaupt nichts geholfen in diesem Fall, weil trotzdem die Personen nicht leicht ausforschbar wären. Ich sage aber, es ist ja auch in diesem konkreten Fall offenbar gelungen, jedenfalls in das Umfeld des Täters zu kommen. Es ermittelt auch die deutsche Staatsanwaltschaft, die natürlich, wenn es sich um einen deutschen Staatsbürger handelt, andere Möglichkeiten hat, dagegen vorzugehen. Und das ist klassische Polizeiarbeit, Ausforschungsarbeit. Und wenn es hier noch an Digitalkompetenzen fehlt, dann muss man die aufbauen und bereitstellen. Zentral ist aber, dass die Polizei die Anliegen ernst nimmt. Sagt die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer. Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet, inklusive SpaziergängerInnen. Und wir haben natürlich seit letzten Freitag mehrfach versucht, Interviews mit Vertretern der oberösterreichischen Polizei oder des Innenministeriums zum Thema zu bekommen. Leider bisher ohne Erfolg. Und damit. Musik